Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable. In der letzten Folge haben wir ein Händlermassaker begangen. In dieser Folge werden wir einen Räuber an seiner Flucht hindern. So, wir haben angekündigt, die Quest alleine zu machen und essen deswegen zur Stärkung erstmal eine Karotte, einen Fisch, einen Apfel und ein Stück Fleisch. Und das heilt voll. Gut. So, und dann fangen wir jetzt mal an. Nee, so nicht, sondern reden. So, die Tore werden wieder geöffnet und die Händler, genau, wir werden von Händlern angegriffen. Nein, die Räuber werden jetzt aus dem Tor kommen. So, wir aktivieren, nein, das nicht, Mehrfachfall, verdammt. Und attackieren die Räuber mal nicht, verdammt. Ja, wir versuchen es mal mit dem Schwert. Also, irgendwie läuft es mit dem Schwert besser. Dabei hatte ich in Erinnerung, dass ich mit dem Bogen besser wäre. Naja. Der Gefangene ist entkommen. Tötet den Räuber, ehe er auf und davon ist. Tötet den Räuber oder tötet die Räuber, die ihn befreien wollen? Wahrscheinlich eher die Räuber, die ihn befreien wollen. Dann müssen wir aufpassen, dass wir den Typ nicht nur schon wieder abschlachten. Okay, da ist er. Aber die sind gut in der Entfernung. Das heißt, das wird kaum ein Problem sein. Stirbst du jetzt nochmal? Ja, er ist dann doch so freundlich und stirbt. Aber wir haben halt noch den Typen da im Nacken. Aber gegen zwei zu kämpfen wird auch nicht das Problem sein. Ah, ist ausgewichen. Gar nicht mal so doof, der Typ. Beziehungsweise Räuber. Schönen Aufenthalt, Sir. Ja. So, Räuber, beweg dich mal in die andere Richtung. Kollege, andere Richtung. Nein. Böser Räuber. Ganz böser Räuber. Okay, er möchte scheinbar nicht anders als getötet werden, aber leider können wir das nicht machen, weil einer Quest beendet wird. Verdammt. Ja, der war schön gewesen. Dringend muss ich wieder damit üben. So, und der... waren das alle? Oder ist der Räuber gestorben? Okay, wir haben die Räuber aufgehalten. War jetzt nicht so schwer, die Quest. Gut, diese Banditen werden so schnell nicht zurückkommen. Nee. Und das war's schon? Oh, ja. Okay... Ach, der Anführer der belagernden Räuber war der andere Idiot. Das war schon die Quest. Wow, Quest in 2,5 Minuten. Entweder sind wir gut oder die Quest war einfach nur scheiße. Naja. Also Fable traue ich schon bessere Quests zu als die hier. Oder nicht traue ich zu, sondern weiß ich, dass es eigentlich bessere Quests gibt, weil die war ja einfach nur... wir haben kaum noch Zeit, müssen aber noch was reinpacken, Hügelfeld aus, so. Aber jetzt erstmal nach Northhawk Glade und unser Geschick als Bogenschütze ein bisschen zur Schau bringen, was auch immer. So. Wahrscheinlich wurde das jetzt durch diesen Quest, den wir erledigt haben, getriggert. So, hier, der scheint das zu sein. Willkommen beim Wettkampf der Bogen. Versucht es doch. Für hohe Punktzahlen. Ja, wir gucken uns, bevor wir zum ersten Mal antreten. Nein. Erstmal an, was es hier zu gewinnen gibt. Erstmal an, was es zu gewinnen gibt. Erstmal an, was es zu gewinnen gibt. Es ist unglaublich. Also beim Hühnerweitritt stand wenigstens dran, was man gewinnen kann. Ah, okay, noch dann. Ein wieso wir haben. Oh. Stellt euch zuerst in den Kampf. Dann habt ihr 60 Sekunden so oft. Die Ziele haben verschiedene Punkte. Ja. Und falls ihr näher ran wollt, vergesst es. Und keine Magie benutzen. Und zuletzt auf mich. Schade. Okay. Das war doof. Wir schießen jetzt einfach mal ein bisschen. Mehrfachfall dürfen wir nicht aktivieren, weil das ja Magie wäre. Finde ich ziemlich doof. Aber naja, wir schießen jetzt einfach ein bisschen auf die netten Puppen und gucken mal, was wir gewinnen können. Vielleicht kriegen wir einen guten Bogen. Einer, der besser ist als unserer, wobei ich das nicht glaube. Geld wäre dann wahrscheinlich am besten, wobei das brauchen wir auch nicht. Oder zumindest nicht so viel. Ein schicker Helm wäre mal schön, weil so, finde ich, sieht am besten immer noch dieses Räuberhalstuch aus. Naja. Helme gibt's nicht so viele, habe ich irgendwie das Gefühl in Fable 1. Oder Fable. Wobei Fable Lost Chapters heißt es ja, weil wir. Oder ja gesagt, ich ja. Noch dieses Zusatzding da
also nicht zusätzlich extra gekauft habe, sondern es schon dabei war bei der PC-Version. Also es wird noch ein bisschen weitergehen. Nachdem wir sehen wir mal, wie viele Punkte ihr habt. Ja? Nachdem wir die Hauptquest sozusagen abgeschlossen haben, geht's nochmal weiter mit Gut Hauptquest. Gut gemacht, oh Held. Das ist doch nicht wahr, oder? Herbei, herbei! Der Bogenschützenwettkampf ist eröffnet. Zeigt eure Fertigkeit. Ja, das probieren wir nochmal. Also jetzt bin ich irgendwie ein bisschen gewurmt, weil dann habt ihr 60, die also eine Möhre ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gewinnen wollte. Und zuletzt. Es wäre immer interessant, wenn man wüsste, was man gewinnen könnte. Ach, schade. So, erstmal wieder. Geht's überhaupt schon los? Scheinbar. Okay, wir sind wieder nicht ganz so gut. Ich glaube, auf die ersten Puppen zu schießen lohnt sich überhaupt nicht. Und dann packen wir das hier rein. Oh ja. Aber Fable ist Gott sei Dank nicht so vollgespickt mit so welchen Quests. Deswegen werden wir jetzt einfach mal eine andere Quest machen. Warum laufe ich sinnlos durch dieses Dorf? Egal. So, erstmal wieder teleportieren. Was ist denn jetzt an Quests noch übrig? Was war jetzt hier? Büchersammlung ist ein Dauerquest. Nichts mehr? Das fände ich aber komisch. Wir kehren mal zur Heldengilde zurück. Da wir da ja unsere Quest einsehen können. Und da hoffe ich mal, dass wir noch ein bisschen was zu tun haben, bevor wir wieder mit der Hauptquest weitermachen. Wir haben erfahren, dass Zwillingskling Rache für seine demütigende Niederlage will. Er hat eine Bande sehr erfahrener Attentäter angeheuert, um euch zu töten. Hütet euch vor Überraschungsangriffen. Okay. Euer Geschick als Bogenschütze ist beeindruckend. Ihr solltet eure Kräfte am Bogenschießstand bei Nottolglade messen. Danke. Sehr interessant, ich möchte aber auch was sagen. Okay, jetzt ist er ruhig. Attentäter, Zwillingsklinge, ja, wir verschonen nie wieder irgendeinen Räuber. Und Bogenschießen, Dings, da können wir ja gerade mal wieder zurückkehren, wo wir herkamen. Wobei, wir gucken erstmal nach neuen Quests, dann können wir dann direkt ohne Umwege wieder. Okay, wir haben keine Quests zur Verfügung, dann gucken wir bei unserem netten Heldenstatus nach Quests. Okay, Bücher sind bla 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 bla. Verirrte Händler. Das klingt doch nicht schlecht. Such den für das. Wo ist denn das? Das ist hier. Ist da ein Kallistor in der Nähe? Ja, Oakville. Ist es auf dem Weg zu Zwillingsklingens Lager? Ja, Tatsache. Okay, dann begeben wir uns dann auch nochmal zu Zwillingsklingens Lager und dann zum Haus der Familie Gray. Vom Grab. Wir schießen lieber auf die da hinten. Da lohnt sich's mehr. Komm schon. Gut. Die hier vorne sind zwar, ist zwar sichere Punktzahl, aber bringt viel zu wenig Punkte. Und wie man sieht, also von Punkten her, jetzt sind wir um einiges besser als eben. Und zwar schon in den ersten paar Sekunden, beziehungsweise, ja, okay, ist schon ein bisschen was vergangen. Auf jeden Fall sind wir aber schon mal besser. Naja, wirklich herausfordernd ist es nicht. Man muss halt immer diese Puppe da hinten treffen eigentlich. Die andere rechts daneben bringt vielleicht genauso viele Punkte, aber irgendwie finde ich den Weg schwieriger. Okay, das war schon. Vielleicht gewinnen wir jetzt sogar zwei Möhren. Das ist euer Haufen. Sehen wir mal, wie viel ausgezeichnet. Das ist mehr als die bisherige Höchstmarke. Wow. Schatztipp Nummer 4. Ja, deswegen müssen wir auch nochmal gucken. Wegen diesen Schatzdingern. Und wir haben Erfahrung gekriegt. Aber jetzt würde ich mal sagen, gehen wir erstmal nach. Okay, der Quest ist irgendwo. Ich finde es doof, dass man hier sich nicht frei bewegen kann. Bei zwischen Zwillingsklings Lager und Oakvale dann. Mal sehen, was ist näher. Ja, Zwillingsklings Lager ist näher. Dann gehen wir mal von Zwillingsklingens Lager aus. Diesen verirrten Händler suchen. Und uns können ja jederzeit Assassinen auflauern. Was mich jetzt interessieren würde. Ja, kommt aber keiner. Also die können uns scheinbar zufällig attackieren. Finde ich ganz cool. Gibt's in Morrowind ja auch. Wenn man Turbine natürlich installiert hat.
Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. So, verirrter Händler ist hier irgendwo. Wir kommen hier nicht durch. Das ist doof. Wieso kommen wir hier nicht durch? Müssen wir von der anderen Seite, ja, scheinbar. Hier ist diese komische Tür, die irgendwas mit Rüstung wollte. Dann teleportieren wir uns jetzt erstmal nach Oakvale und gehen von da aus in Richtung verirrter Händler. Und stoßen hoffentlich auf Widerstand, ansonsten wird es langweilig werden. So. Okay, Oakvale sieht noch genauso aus wie vor ein paar Monaten. Also, ja, die auch. Hat sich jetzt nicht viel verändert. Wie kann man jetzt, ich glaube, über den Strand kam man ja zu diesem Händlerlager, nicht Händlerlager, zu dem Banditenlager. Oder? Oder war das eine extra Höhle? Nein, das scheint so richtig zu sein. Ich frage mich, warum man die Höhle jetzt nicht mehr ausgearbeitet hat, weil es ein bisschen komisch. Einfach so eine Höhle am Strand führt zu einem Pfad. Naja. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir erst weiter. Also bis dahin, Leute. Ciao.